Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt auf den Top 16, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Gründergeist und Unternehmertum in hessischen Schulen, Drucksache 19/4518, zusammen mit Tagesordnungspunkt 55, dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Kooperation von Schulen und Unternehmen transparent und einflussfrei fördern, Drucksache 19/4562. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten, und für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Greilich das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Gründer in Hessen sind mit der Politik unzufrieden. Der vom Bundesverband der deutscher Start-ups in der Gründerszene erhobene Befund zeigt, dass nur noch die Gründer in Brandenburg unzufriedener sind als jene in Hessen. Und auch bei der Zahl der Gründungen bekleckert sich Hessen nicht mit Ruhm. In dem Bundesland wurden nach dieser Untersuchung nur 5,4% der gesamten Neugründungen in Deutschland verzeichnet. Allein Hamburg kam auf 6,4%, die Stadt München auf 7%. In Hessen dagegen stagniert die Zahl der Gewerbeanmeldungen. Nach dem Report der Hessischen Industrie- und Handwerkskammern sind es im Jahr 2015 63.583 gewesen. 63.583, ich darf mal darauf hinweisen, noch im Jahr 2010 wurden mehr als 80.000 Gewerbeanmeldungen in Hessen registriert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das muss natürlich ein Weckruf, ein Alarmruf für uns alle hier im Hause sein. Und das wird unterstrichen durch die Untersuchung des Digitalverbandes Bitkom, der in einer Umfrage unter deutschen Lehrern herausgearbeitet hat, dass rund 2/3 aller Lehrer ihren Schülern davon abraten würden, nach der Ausbildung ein innovatives neues Unternehmen zu gründen. Gerade einmal jeder 4. Lehrer würde eine Gründung unter bestimmten Umständen empfehlen. Meine Damen und Herren, das ist ein schlechtes Zeichen für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes, und deshalb müssen wir an dieser Stelle arbeiten. Deswegen haben wir Ihnen unseren Antrag vorgelegt. Wenn wir die nächste Gründergeneration darin bestärken wollen, die Chancen freien Unternehmertums zu nutzen und die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern, dann muss die Vermittlung unternehmerischer Kompetenzen an unseren Schulen einen angemessenen Platz einnehmen. Vor diesem Hintergrund, Herr Kollege Eul, eines haben Sie verstanden. In der Tat fängt Bildung in der Grundschule an. Das sollte in der Tat auch für Sie wichtig sein. Vor diesem Hintergrund halten wir es für eine Fehlentwicklung, wenn die Tendenz erkennbar wird, wirtschaftliche Themengebiete im Fach Politik und Wirtschaft sowie im Fach Wirtschaftswissenschaft zu reduzieren und durch gesellschaftspolitische Fragestellungen zu ersetzen. Wir fordern hingegen eine stärkere Betonung und interdisziplinäre Einbettung von Wirtschaftsthemen, die in geeigneter Art und Weise in andere Fächer integriert werden müssen. Gerade auch Hessen braucht mehr Gründergeist. So sollte die schwarz-grüne Landesregierung das Engagement privater Initiativen und Sponsoren begrüßen, die bestrebt sind, durch die Entwicklung und kostenfreie Überlassung von Unterrichtsmaterialien den Stellenwert der Bildung über wirtschaftliche Betätigung und Unternehmertum im Schulunterricht zu verbessern und junge Menschen zu selbstständiger wirtschaftlicher Tätigkeit zu ermuntern. Die massive Kritik, Herr Kollege Eulen, es ist viel besser, wenn wir unsere Kinder in einer freien Marktwirtschaft Kinder sein lassen, als in der Ordnung, für die Sie gelebt haben und anscheinend heute noch als Ewiggestriger stehen. Meine Damen und Herren, die massive Kritik in der Anhörung des Schulausschusses zur Novelle des Schulgesetzes aus dem Bereich der Berufsschulen und der Wirtschaftsverbände bestätigt, dass die schwarz-grüne Novelle des Schulgesetzes genau diese Fördermöglichkeiten erschwert. Offensichtlich gibt es auf Seiten von CDU und GRÜNEN überhaupt kein entsprechendes Problembewusstsein. Wir als Freie Demokraten halten es für erforderlich, ein Umsteuern und Umdenken in dem Sinne anzustoßen, dass die objektiven Rahmenbedingungen selbstständiger wirtschaftlicher Betätigung mit allen Risiken, vor allem aber auch mit den Chancen zu wirtschaftlichem und persönlichem Erfolg in Hessens Schulen vermittelt werden. Hierfür benötigen wir einen Unterricht, der Gründergeist nicht bekämpft, sondern zielgerichtet fördert.
Aus diesem Grund haben wir unseren Antrag vorgelegt, von dem ich Ihnen einige Schwerpunkte erläutern will. So sagen wir, dass Aspekte wie Existenzgründung und Unternehmertum bereits in der Lehreraus- und Weiterbildung unabhängig von Schulform und Bildungsgang angemessen vermittelt werden müssen. Ein zweiter Punkt, der viel zu kurz kommt in der hessischen Praxis. Wir als Freie Demokraten sagen, und wir als Landtag sollten dies insgesamt sagen, dass Lehrerinnen und Lehrer ermuntert werden sollen, den Arbeitsalltag insbesondere in jungen Unternehmen durch Besuche oder Praktika selbst näher kennenzulernen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kollege Schwarz, die Vermittlung von finanziellen, ökonomischen sowie unternehmerischen Kompetenzen soll in den Kerncurricula stärker berücksichtigt werden, um Schülern frühzeitig ökonomisches Wissen zu vermitteln und somit den Mut und die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme zu fördern. Hinweise auf Unternehmen, Kammern oder Wirtschaftsinstitutionen in kostenfreien Druckerzeugnissen, die Schulen zur Förderung der Wirtschaftskompetenz überlassen werden, dürfen nicht pauschal als Verbot gegen das Werbeverbot an Schulen gewertet werden. Gleiche Maßstäbe müssen darüber hinaus für Gewerkschaften, Verbände und Organisationen gelten, insbesondere wenn diese sich auch wirtschaftlich betätigen. Da gibt es ja einige Beispiele aus dem Umweltbereich. Und wenn ich mir den von der SPD vorgelegten Antrag anschaue, dann fehlt dieser Aspekt bei der ansonsten geforderten Untersagung jeglicher Werbung natürlich vollständig. Das passt da auch nicht in die Ideologie. Meine Damen und Herren, entgegen der von Schwarz-Grün beabsichtigten Änderung des Werbeverbots im Schulgesetz, mit der die Zusammenarbeit und Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen und Verbänden sowie Kammern maßgeblich erschwert und somit die Öffnung der Schule für außerschulische Lernorte konterkariert wird, wollen wir eine Förderung der Kooperation mit Angeboten von außerhalb der Schulen und die Ansiedlung des Ermessensspielraums, das ist ein ganz wesentlicher Punkt bei der Frage des Sponsorings, auch weiterhin auf Schul- und nicht auf Ministerialebene, sonst können wir es in der Tat gleich vergessen. Ein schönes Beispiel aus der Vergangenheit ist, und die Tendenz scheint sich ja fortzusetzen, ich hoffe, dass sie irgendwann gestoppt wird, dass die Bereiche im Hessischen Kultusministerium, die mit dem Thema befasst sind, einer GEW-Kampagne auf den Leim gegangen sind und dort entsprechend agieren. Meine Damen und Herren, das sind Dinge, die wir nicht hinnehmen dürfen. Ich will an der Stelle sehr deutlich auch mal etwas Positives hervorheben. Der Ministerpräsident hat leider keine Zeit, dieser Debatte zu folgen. Das wird daran liegen, dass er andere wichtige Staatsgeschäfte zu erfüllen hat. Aber ich will das ganz positiv hervorheben. Der Ministerpräsident zeigt, wie es richtig ist, wie man es gut macht. Ich habe mit großer Freude im Darmstädter Echo gelesen, stand auch in anderen Zeitungen. Die Firma Merck aus Darmstadt, dem einen oder anderen hier sicherlich bekannt, hat bekannt gegeben, dass sie es intensiv fördern will in der Schule Schloss Hansenberg durch die Übernahme Vermittlung von Praktikumspartnerunternehmen. Und dann wurde eine Vereinbarung unterzeichnet. Unterzeichnet durch die Firma Merck auf der einen Seite und den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Das ist ein klares, positives Zeichen. So muss es funktionieren. Das ist sinnvolle Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Schule. Und ich begrüße das ausdrücklich. Das zeigt wieder einmal, wenn der Ministerpräsident etwas selbst in die Hand nimmt, dann funktioniert das im Regelfall auch. Das Problem ist, dass er seine Regierung nicht im Griff hat. Das zeigt sich bei der Novelle. Es tut mir leid. Das zeigt sich bei der Novelle des Hessischen Schulgesetzes, wo dieser Unfug zum Werbeverbot drinsteht. Wir haben es heute früh diskutiert, Herr Kollege Schwarz. Wir haben es doch alle noch in Erinnerung. Und Sie in Ihrer Fraktion wissen ganz genau, wie es hoch hergeht beim Thema Klimaschutzplan. Das hatten wir heute früh auch schon. Der Ministerpräsident muss es immer wieder richten, weil es ansonsten aus dem Ruder läuft. Das ist das Problem in dieser Koalition. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die vielen Rückmeldungen, Frau Kollegin Dorn, vielleicht sollten Sie einmal mit den richtigen Leuten reden, die vielen Rückmeldungen zum Thema Wirtschaft und Schule, die wir seitens der Wirtschaft und der Schulen zu diesem Thema erhalten haben, die Ergebnisse der Anhörung bestätigen uns in unserem Engagement für eine Stärkung der Wirtschaftskompetenz und der Förderung des Gründergeistes im Unterricht.
So wollen wir mit unseren konkreten Handlungsvorschlägen dazu beitragen, dass durch entsprechende Unterrichtsangebote Gründergeist künftig bereits in der Schule geweckt werden kann. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, das will ich abschließend sagen, Wirtschaft ist nicht alles. Das wissen wir sehr genau. Aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. Gerade wir in Hessen leben nicht von Sozialtransfers und hoher Staatsquote, sondern von Leistung und der Leistungsbereitschaft, dem Mut der vielen Menschen in unserem Land, die im privaten Sektor unternehmerisch tätig sind oder in den dort bestehenden produktiven Unternehmen als Mitarbeiter tätig sind und mit ihrer Arbeit erst ermöglichen, dass wir uns hier über staatliche Leistungen, ein leistungsfähiges Schulsystem und tragfähige soziale Sicherungssysteme unterhalten können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Losung für ein zukunftsfähiges Hessen muss deshalb lauten: Hessens Schulen machen Mut statt German Angst. Lasst uns ein Land der Gründer sein. Danke, Herr Greilich. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Degen das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Ansinnen oder eines der Ansinnen der FDP, es geht ja doch einiges durcheinander in dem Antrag. Ein Ansinnen, nämlich die Vielfalt der Arbeitswelt in der Schule abzubilden und vor allem auch die Begeisterung, das Engagement, Praktika zu machen, in Kontakt mit der Arbeitswelt zu kommen, meine Damen und Herren, das unterstützen wir erst einmal ausdrücklich. Denn Schule, die nur in der Schule stattfindet, die kann nur schwer außerschulische Lebens- und Arbeitswelt vermitteln. Wir brauchen diesen Austausch, diese Kooperation mit den Unternehmen für die Praktika, für Boys and Girls Day und für vieles mehr, meine Damen und Herren. Es gibt viele gute und innovative Schulprojekte, die auch die wichtigsten Verhaltensregeln eben an Schulen respektieren. Wir haben viele Kooperationen zwischen Schulen und Unternehmen, die eben auch keineswegs dem Werbeverbot widersprechen. Hier überhaupt diesen Widerspruch aufzumachen, meine Damen und Herren, zwischen Kooperation mit Unternehmen und dem Werbeverbot, den halte ich nicht für angemessen, meine Damen und Herren. Diese Kooperationen sind eben wichtig für die Berufsorientierung, gerade auch die Berufsorientierung an allen Schulformen. Ich glaube, wir waren uns ja schon auch im Rahmen des Bildungsgipfels damals einig, dass gerade auch an Gymnasien gerade die Berufsorientierung so wichtig ist, um den jungen Leuten einfach klarzumachen oder zumindest aufzuzeigen, dass das Studium nach dem Abitur nicht der einzige Weg sein muss. Und dazu brauchen wir diesen Kontakt, diesen Austausch. Und genauso auch eben zur Stärkung der dualen Ausbildung, meine Damen und Herren. Es ist aber nicht Aufgabe von Schule und staatlicher Allgemeinbildung, einzelne berufliche Verwirklichkeitsformen hier stärker als andere eben zu forcieren. Schülerinnen und Schüler müssen alle Optionen kennen, die sie in ihrem Leben eben haben. Und Bildung dient in erster Linie der Selbstentfaltung und Stärkung der Menschen und nicht primär der ökonomischen Verwertbarkeit, meine Damen und Herren. Der FDP-Antrag bringt eben einiges durcheinander und ist besonders in Bezug auf die Frage des Werbeverbots oder das, was ja, Sie da sich nicht wünschen, recht undifferenziert und auch ein Stück weit blauäugig. Und deswegen haben wir das als Anlass genommen, einen eigenen Antrag zu formulieren, der sich speziell noch einmal mit diesem Punkt, wo wir überhaupt nicht eben zustimmen können, haben wir uns mit auseinandergesetzt, meine Damen und Herren. Es geht darum, dass ja, doch Werbung an Schulen einfach deutlich zunimmt. Das zeigen Studien, gerade auch von der Universität Augsburg zum Beispiel. Und Schülerinnen und Schüler sind nun einmal als künftige Wähler und Konsumenten auch interessant für Lobbyisten. Und in der Hoffnung, die Beeinflussung von Kindern und Jugendlichen hier da Einfluss nehmen zu können, weil das ein Leben lang auch wirkt, muss man dieses auch besonders verantwortungsbewusst sich anschauen. Und meine Damen und Herren, es gibt inzwischen sogar, das ist kein Witz, Agenturen, die darauf spezialisiert sind, Werbung so zu gestalten, dass sie eben trotz des eigentlich geltenden Werbeverbots an Schulen dennoch akzeptiert werden. Und dementsprechend, und das will ich ausdrücklich sagen, wir haben ja viele Kritikpunkte am Schulgesetz, ob der Landesregierung oder der regierungstragenden Fraktionen.
Aber einer der Punkte, den wir begrüßt haben und wir das auch so empfunden haben, dass die Anhörung das begrüßt hat, ist eben diese doch Präzisierung des Werbeverbots, das ja gar nicht so neu ist, aber eben von der Erlassebene hier auch ins Schulgesetz jetzt geholt werden soll. Die Materialien oder die das, was einfach zunimmt, was auch untersucht wurde an der Uni Augsburg, sind erst einmal die Lehr- und Lernmaterialien, die kostenlos oft zur Verfügung gestellt werden und eben Sachverhalte nicht immer ganz objektiv darstellen. Ich will ausdrücklich sagen, dass es viele gute solcher Materialien gibt, übrigens nicht nur von Unternehmen, auch von NGOs, Gewerkschaften. Es gibt eine riesen Bandbreite. Inzwischen sind das, glaube ich, oder im Jahr 2012 waren das 882.000 solcher Materialien, meine Damen und Herren. Und die Zahl die steigt ständig. Aber nicht alle dieser Materialien sind eben gut, und dementsprechend braucht es das Werbeverbot, um hier klar hingucken zu können. Das andere ist, was immer wieder passiert, ist, dass Experten an Schulen geschickt werden. Wir hatten das im Rahmen von mehreren Anfragen aufgegriffen, z.B. die Finanz- und Vermögensberater als ehrenamtliche Lehrkräfte. Und auch da muss man schon skeptisch hinschauen, was da wirklich passiert. Das andere ist, und das wird uns im nächsten Kulturpolitischen Ausschuss beschäftigen, sind die Wettbewerbe und Spiele, die an Schulen stattfinden. Und ich will da mal exemplarisch eben Speed 4 nennen. Das ist ein Wettbewerb, wo Schülerinnen und Schüler einen Laufparcours laufen. Dabei bekommen sie Belohnungszettel, auf denen dann oben der Sponsorname draufsteht. Und da haben wir gefragt. Und wir haben deswegen gefragt, weil eine der beteiligten Firmen explizit auf ihrer Homepage damit wirbt. Und da bitte ich Sie wirklich mal zuzuhören, dass dieser Wettbewerb einen Marketingfaktor hat, nämlich Wahrnehmung der Sponsoren als Förderer des Sports und der Gesundheit von Kindern bei Schulen, Eltern, Politikern und generell in der Presse. Abspeicherung des Sponsors im Kopf des Kindes durch das erfolgreiche und emotionale Erlebnis, meine Damen und Herren. Weiter Zitat, ein völlig neues Kundenbindungsinstrument, welches dafür sorgt, dass jedes Kind, Eltern zu ihnen geführt werden, und schließlich Verstärkung des Nachhaltigkeitseffekts durch die Online-Community. Meine Damen und Herren, da sage ich einfach, da muss eine Grenze gezogen werden. Das ist in diesem Fall nicht okay, wenn es um Kooperationen geht, meine Damen und Herren. Ich bin auch da dem HKM dankbar, dass es in Anlehnung an die Qualitätskriterien für Schülerwettbewerbe der KMK ausdrücklich sagt, dass eben hier das HKM nicht informiert wurde, wie es gefordert ist, und auch vor allem, dass dieser Wettbewerb, dessen Träger eine GmbH ist, laut HKM oder dem HKM vorliegenden Informationen davon auszugehen ist, dass diese Firma kommerzielle Interessen vertritt, meine Damen und Herren. Aber so etwas fällt eben erst auf, wenn man genau hinschaut, wenn man nachfragt. Und dementsprechend begrüßen wir dieses Werbeverbot. Jetzt will ich aber noch einmal deutlich machen, dass ein Werbeverbot nicht heißt, dass es nicht mehr Materialien gibt, dass es kein Sponsoring mehr gibt, sondern darum, dass man einfach klarer definieren muss, was Werbung ist. Und deswegen schlagen wir vor, ähnlich wie es auch der Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer tut, wie es der Verbraucherschutz tut, eine sogenannte Monitoringstelle einzurichten, die optimalerweise bundesländerübergreifend organisiert wird, weil das ja Materialien sind, die in allen Bundesländern einfach eingesetzt werden. Und solch eine Stelle, die kann beurteilen, die kann gut beurteilen, ob ein Material nun Werbung ist oder nicht. Und dementsprechend, glaube ich, relativiert sich das mit dem Werbeverbot dann auch ein Stück weit, meine Damen und Herren. Anlass für das Ganze übrigens ist auch, dass leider Schulen immer mehr empfänglicher werden für Werbung. Das hat etwas damit zu tun, dass eben, wir hatten das schon gestern, Aufgaben zunehmen an Schulen, Lehrkräfte sich oft überlastet fühlen, natürlich gerne dann auch mal auf solch ein Material zurückgreift. Dementsprechend ist solch eine Koordinierungsstelle auch ein Hilfsinstrument für Lehrkräfte, weil man sie nicht alleine lässt mit den Materialien, sondern eben einfach hier Beratung anbietet. Man kann sich dann, wenn man etwas findet, das man gerne einsetzen will, als Lehrkraft dahin wenden, bekommt eine Einschätzung. Und dementsprechend, glaube ich, muss nicht jeder das Rad neu erfinden, sondern das kann allen am Ende zugutekommen. Letzter Punkt, meine Damen und Herren. Ich will noch eins ansprechen, weil bei meiner Recherche, Kollege Greilich, zu Ihrer Initiative, da bin ich auf einen Artikel gestoßen in der Süddeutschen. Da geht es um einen Antrag der FDP im Thüringischen Landtag von 2010. Der Antrag ist Ihrem gar nicht unähnlich.
Und damals ging es darum, um das Lehrmaterial Traumberuf Chef in den Lehrplan der Thüringer Schulen zu integrieren. Und die Süddeutsche schreibt, damals hat der FDP-nahe Universum Verlag, der muss wohl hier in Wiesbaden sein, ich glaube, der gehörte zumindest damals der FDP zu 50%, der sollte da eine Rolle spielen, denn der Verlag, so schreibt die Süddeutsche, habe eine merkwürdige Art entwickelt, sich Aufträge zu beschaffen, so der Autor des Artikels in der Süddeutschen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ob die FDP noch da beteiligt ist, aber ich denke, man sollte das wissen, meine Damen und Herren, denn das hat schon auch ein Geschmäckle. Schließlich können Lehrkräfte nur dann auch wirklich gut beurteilen, was sie einsetzen, welche Materialien sie verwenden, wenn sie entsprechend auch geschult sind. Und deswegen, und da muss ich mich doch noch einmal kritisch auch an die Landesregierung wenden, meine Damen und Herren, es ist eigentlich ein Unding, dass so viele Lehrkräfte in Politik und Wirtschaft in Arbeitslehre fachfremd sind, Herr Kultusminister. Und auch da braucht es mehr Initiativen, gegen den fachfremden Unterricht vorzugehen, die Lehrkräfte entsprechend in der Lehre-, Aus- und Weiterbildung zu qualifizieren. Dann wird es auch etwas, das mit dem Lehrermangel klar werden. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, freue ich mich auf die weitere Beratung im Ausschuss. Ich kann schon sagen, dass wir aufgrund doch der undifferenzierten Wahrnehmung der FDP mit dem Thema Werbung bei allem Goodwill, bei aller Begeisterung für das Thema Berufsorientierung dem FDP-Antrag nicht zustimmen werden. Aber zum Thema Werbung etwas Eigenes vorgelegt haben. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Degen. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Schwarz das Wort. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Der Antrag der FDP ist der gewohnte Rundumschlag. Bei der SPD bleibt es wie so häufig etwas vage, in welche Richtung die Reise gehen soll. Deswegen mal ein paar Dinge zur Sache. Oh, gut. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Gut. Neben vielen Zielen umfasst der Bildungs- und Erziehungsauftrag auch Berufsorientierung und Vorbereitung auf die Berufswahl. Oh, meine Damen und Herren, das ist uns wichtig. Das ist uns wichtig. Ziel ist es, Schüler mit wirtschaftlichen und unternehmerischen Strukturen vertraut zu machen. Ziel ist es, das Interesse am Unternehmertum zu wecken. Und Ziel ist es, die Motivation zur Beteiligung der Schülerinnen und Schüler am Wirtschaftsleben zu fördern. Das zunächst einmal vor die Klammer gesetzt. Der Schüler fragt sehr wohl aus gutem Grund, welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich aus der Schule komme? Welche beruflichen Zukunftschancen habe ich? Welche Perspektiven bieten sich mir? Und da schauen wir mal genau hin. Und, Herr Kollege Greilich, nach dem, was Sie hier beschrieben haben, bin ich mir nicht sicher, ob Sie tatsächlich einen Blick auf das genommen haben, was an hessischen Schulen Realität ist. Wir haben nämlich hier viel zu bieten. Der Antrag, den Sie hier vorgelegt haben, unterstellt, als würde an den hessischen Schulen ökonomische Bildung und die Zusammenarbeit mit Unternehmen keine Rolle spielen. Ich will hier ausdrücklich feststellen, das entspricht nicht der Lebenswirklichkeit, das entspricht nicht der unterrichtlichen Realität. Wir haben das Fach Politik und Wirtschaft bzw. Arbeitslehre mit der Vermittlung von wirtschaftlichen Zusammenhängen seit dem Jahr 2002, und zwar flächendeckend an Gymnasien, an Haupt- und Realschulen und den Gesamtschulen. Des Weiteren, wir haben eine zweistellige Zahl an Gymnasien, die Wirtschaftswissenschaften mit Grundkursen und Leistungskursen in diesem Bereich vorhalten. Im Übrigen auch, der eine oder andere hat es vielleicht nicht mitbekommen, weil sie nicht so häufig an den Schulen sind, nicht so viele Gespräche dort führen, obligatorische Praktika in der gymnasialen Oberstufe mit dem Erlass zur Ausgestaltung der Berufs- und Studienordnung in allen Bildungsgängen und eine starke Verankerung der ökonomischen Bildung auch in den Kerncurricula, unter anderem auch in der Hauptschule. Und, meine Damen, meine Herren, das will ich hier deutlich sagen. Wir bauen hier ausdrücklich auf die Kooperation mit der Wirtschaft. Wir bauen hier ausdrücklich auf das Engagement der Wirtschaft in Schulen.
Und wir wünschen uns auch, dass Vertreter von Unternehmen in Schulen gehen, beispielsweise mit ökonomischen Planspielen. Das ist abgestimmt, so etwas gibt es. Diese Kooperationen sind gut, die sind uns wichtig, und die gilt es auch fortzusetzen, meine Damen und Herren. Deswegen Beispiele will ich hier mal nennen. Wir haben eine ganze Reihe von Kooperationen. Erstens die Landesarbeitsgemeinschaft Schule und Wirtschaft. Jedem bekannt, ein Renner. Mir keine Schule bekannt, wo diese Kooperation nicht läuft. Zweitens Netzwerk Finanzkompetenzzentren. Nächster Punkt. Netzwerk MINT-Region Südhessen, Mittelhessen, Nordhessen. Die IHK-Initiativen, was uns allen wichtig ist. Mathematik zum Anfassen. Die Kooperation mit den Kreishandwerkerschaften und vorbildlich auch die Kooperation mit den Sparkassen. Ich habe Gespräche geführt, läuft das beispielsweise bei der Gießener Sparkasse so wie in Waldeck-Frankenberg, dass dort die Sparkassen das Planspiel Börse vorhalten, dass es Ausbildungsmessen gibt, dass dort Spenden für Schulprojekte generiert werden. Herr Kollege Klaus-Peter Möller aus Gießen, der dort im Aufsichtsrat der Sparkasse sitzt, hat mir dieses bestätigt. Unsere Programme Schule und Beruf, Schub bzw. Praxis und Schule, Push. Wir verknüpfen den Unterricht mit betrieblicher Praxis. Weswegen ist uns das so wichtig? Damit Jugendliche frühzeitig eine Orientierung bekommen, einen Blick auf die Dinge, auf die Möglichkeiten, die für sie bestehen, in direkter Anbindung nach Beendigung der Schule. Und nach allem, was ich höre aus diesen Projekten, läuft das vorzüglich. Und die Quote derer, die aus Schule direkt in Ausbildung kommen, ist erklecklich hoch. Da sind wir stolz drauf, und das setzen wir auch sofort, meine Damen und Herren. Und dann lade ich Sie mal ein. Wege mir gerne in schöne Waldeck-Frankenberger Land eine Reise zu den Mittelpunktschulen und den integrierten Gesamtschulen, die Kooperation unter anderem an der Mittelpunktschule Sachsenhausen. Eine Kooperation mit wenigstens 6 Unternehmen vor Ort. Die 6 Unternehmen vor Ort holen direkt aus der Schule dann auch ihre Auszubildenden. Das ist doch fantastisch. Besser kann es kaum laufen. Das ist vorbildlich. Und ich weiß, dass es jenseits von Sachsenhausen-Waldeck, nur dass es klar ist, wo wir uns hier gerade befinden, auch an anderen Schulen prima läuft. Das finden wir gut. Das wollen wir unterstützen. Weitere Beispiele. Die Projekte zur Berufs- und Studienorientierung, Kompo 7, duales Studium in Hessen. All das sind Beispiele dafür, was wir alles machen. Wir sind gerne bereit, das noch zu optimieren. Der natürliche Feind des richtig Guten ist das noch Bessere. Aber da arbeiten wir gemeinschaftlich daran, dass wir hier gemeinsam mit den Schulen funktionale Brücken haben und direkte Anbindung auch mit der Wirtschaft, so wie sich das gehört. Jetzt will ich einmal zum Schulgesetz kommen, weil der Herr Kollege Greilich da uns hier einen Vortrag gehalten hat. Herr Kollege Greilich, ich bin ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass Sie bei einer völlig anderen Anhörung waren als der Rest dieses Hauses bzw. die bildungspolitischen Akteure in diesem Haus. Erstens stelle ich fest, als selbsternannte Wirtschaftspartei, stimmen Sie offensichtlich 99,9 % der über 100 Änderungen im Hessischen Schulgesetz, wie es vorliegt, zu. Das Einzige, Herr Kollege Greilich, das Einzige, was die FDP gefunden hat, ist das Thema Werbeverbot und das Thema Sponsoring. Jetzt rufe ich Ihnen einmal zu, bei Lichte betrachtet, ich habe es auch schon in der Anhörung gesagt, es hat sich rechtlich 0,00 verändert. Wurde im Übrigen auch bestätigt von Herrn Feuchthofen, Verband Hessischer Unternehmen, auch von anderen Vertretern von der Industrie- und Handelskammer. Falls es Unklarheiten dort gäbe, sind wir gerne bereit, im Rahmen einer Gesetzesbegründung das noch auszupräzisieren. Die Rechtsgrundlage im Übrigen hat die FDP mitgeschaffen. Die ehemalige Kultusministerin Hensler hat die Dienstordnung für Lehrkräfte und Schulleiter und Mitarbeiter auf den Weg gebracht. Da steht drin, Produktwerbung an Schulen ist unzulässig.
2011. Da gibt es, ja, Frau Kollegin Beer, zu Ihnen komme ich gleich. Da gibt es einen Runderlass, der das auch noch einmal bestätigt, nämlich Werbeverbot nach § 3 und 86. Die wurden zu Ihrer Regierungszeit nie infrage gestellt. Und, Frau Kollegin Beer, als Sie Kultusministerin waren, haben Sie einmal schwer auf die Bremse getreten, ganz schwer auf die Bremse getreten, als die Rewe, ich muss nur einmal nennen, ohne hier Werbung zu machen, Herr Präsident, ich darf das ja, glaube ich, Äpfel, Stichwort gesunde Schule, gesunde Ernährung, an Schulen verteilt, da war so ein kleines Abziehbild mit Rewe drauf, haben Sie gesagt, Werbung, ich zitiere, Kultusministerin Nicola Beer, Werbung hat an hessischen Schulen nichts verloren. So, Werbung hat an hessischen Schulen nichts verloren. Ich wollte es nur noch einmal in Erinnerung rufen, der eine oder andere blendet das ja aus. Also, und, jetzt machen wir weiter, völlig unberührt davon ist das Thema Sponsoring. Sponsoring ist ausdrücklich gewünscht. Sponsoring ist ausdrücklich auch erforderlich. Ich nenne immer wieder gerne als Beispiel berufliche Schulen. Wenn die nicht moderne Autos zur Verfügung gestellt bekommen, an denen dort die Mechatroniker ausgebildet werden, Stichwort E-Mobilität, wäre das höchst schwierig. Insofern, es hat sich faktisch nichts geändert. Sie sind gerne bereit, in weiteren Beratungen in der Gesetzesbegründung hier nachzuschärfen. Leider fehlt mir jetzt die Zeit, im Einzelnen mal durchzudeklinieren in Ihren vielen Punkten, die Sie im Antrag dort formulieren, darzulegen, wo der Hase im Pfeffer liegt. Es ist viel Wind um nichts. Wir werden dort die Rahmenbedingungen so schaffen. Deswegen sage ich abschließend, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, Kooperation mit Unternehmen ausdrücklich gewünscht, ausdrücklich ja. Sponsoring durch Unternehmen ausdrücklich gewünscht, ausdrücklich ja. Gründergeist fördern, ausdrücklich richtig, ausdrücklich gut, wollen wir im Unterricht ermöglichen. Werbung machen wir allerdings nicht. Wir fühlen uns hier, Herr Kollege Greilich, von Ihnen bestätigt, dass da ein gutes Schulgesetz auf dem Weg ist. Von daher Glück auf und herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Schwarz. Für die Fraktion DIE LINKE erteile ich Frau Faulhaber das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In diesem Antrag sind eine ganze Reihe von Forderungen vermischt, die nach Ansicht der FDP ja das freie Unternehmertum stärken sollen. Zuerst geht es um eine Studie des Branchenverbandes Bitkom. Dort wird als Unzulänglichkeit dargestellt, dass nur ein Viertel der Lehrerinnen und Lehrer ihren Schülern raten würde, ein Start-up-Unternehmen zu gründen. Also, ich muss Ihnen sagen, ich wundere mich überhaupt, dass eine Lehrerin oder ein Lehrer der Sekundarstufe 1 rät, denn um die Schülergruppe handelt es sich bei der Untersuchung, ein Start-up-Unternehmen zu gründen. Ich halte es für verantwortungslos, Schülern der 5., 6. oder auch 9. Klasse als Lehrerin zur Gründung irgendeines Unternehmens zu raten. Selbst wenn Sie das fordern, meine Damen und die Herren von der FDP, die Lehrerinnen und Lehrer, dass die Lehrerinnen und Lehrer eine Weiterbildung in Existenzgründung und Unternehmertum erhalten sollen. Sie sind in erster Linie Pädagogen und keine Unternehmensberater. Und als Pädagogen bilden Sie in der Sekundarstufe 1 nicht kleine Unternehmer aus, sondern ermöglichen Ihren Schülern eine möglichst vielseitige und fundierte Grundbildung. Und Sie erziehen die Kinder zu Menschen, die sich sozial verhalten und im Team arbeiten können. Das sind nämlich die wesentlichen Voraussetzungen dafür, dass sich junge Menschen an der Schule, nach der Schule und in der Arbeitswelt im Leben zurechtfinden können. Ich würde auch gerne einmal geklärt haben, welchen Stellenwert und welchen Umfang die Vermittlung unternehmerischer Kompetenzen, wie es unter Punkt 2 des FDP-Antrags heißt, im Schulunterricht haben soll. Also Entschuldigung, aber ich gehe mal davon aus, dass auch Sie, meine Damen und die Herren von der FDP, niemandem raten wollen,
ohne Berufsausbildung oder Studienabschluss, frisch von der Schulbank entlassen, ein Unternehmen zu gründen. Das kann ja nicht ernsthaft Ihr Ansatz sein. Eine solche Gründerorientierung macht doch erst dann Sinn, wenn die Basis dafür gelegt ist, wenn in einer Berufsausbildung oder einem Studium Grundlagen dafür erworben wurden. Meine Damen und Herren, natürlich braucht man Kenntnisse über wirtschaftliche Fragen und Zusammenhänge. Und natürlich müssen diese auch Teil des Schulunterrichts sein. Aber hier fordert die FDP, dass sich in den Kerncurricula die unternehmerischen Kompetenzen stärker berücksichtigt werden sollen, weil gesellschaftspolitische Bildung wirtschaftliche Bildung verdrängen würde. Also, was soll denn jetzt genau in Politik und Wirtschaft gelehrt werden? Betriebswirtschaft, z. B. Rechnungswesen, Marketing, Personalführung? Sollte das ernsthaft der Stoff der Klassen 5 bis 10 sein? Sind doch vor allem die ökonomischen, sozialen und politischen Inhalte, die vermittelt werden müssen. Die Wirtschaft agiert global, es bestehen Abhängigkeiten und es entstehen Probleme, die sich von gesellschaftlichen und sozialen Fragestellungen nicht entkoppeln lassen. Im Gegenteil, etwas wacher und kritischer Verstand wäre in diesem Zusammenhang nicht eben falsch. Und jetzt davon abgesehen, habe ich gehört, auf der Pressekonferenz, die Sie letzte Woche einberufen hatten, um den Antrag vorzustellen, konnten Sie nicht einmal ein Beispiel nennen, wie gesellschaftspolitische Fragestellungen wirtschaftliches Grundwissen verdrängen. Es tut mir leid, aber Ihre Argumentation erscheint mir ziemlich abstrus. So, und dann haben Sie in den folgenden Punkten Ihres Antrags noch irgendwie die Kurve geschlagen, um in diesem Antrag auch noch Sponsoring und Werbung an den Schulen unterzubringen. Und ich bin ja auch durchaus der Meinung, dass man bei der Neufassung des Schulgesetzes genau hinsehen muss, was dort formuliert ist. Aber im Gegensatz zu Ihnen denke ich nicht, dass das Kultusministerium jede Spende des Fördervereins oder des Dorfbäckers für eine Sportveranstaltung genehmigen möchte. Dass Schulpaten beispielsweise die Schulhöfe mitgestalten und da auch mal was spenden, das ist, so hoffe ich, doch weiterhin im Interesse des Kultusministeriums. Aber was nicht sein kann, ist, dass McDonald's Schulbücher über gesunde Ernährung zur Verfügung stellt oder die Versicherung über die private Eigenversorge informiert. Das klingt ja in Ihrem Antrag an. Eine solche Art von Beeinflussung hat an Schulen nichts zu suchen. Punkt. Und da ist es gut, dass das Kultusministerium genauer hinschaut. Allerdings wünsche ich mir vom Kultusminister an dieser Stelle auch, dass er seine Lehrkräfte auffordert, darauf zu verzichten, beispielsweise Wasserfarben nur von Pelikan und Buntstifte nur von Farbe einzufordern. Zu jedem neuen Schuljahr werden nämlich Anschaffungslisten ausgeteilt, und auf vielen ist der gewünschte Markenname mit erwähnt. Das geht nämlich auch nicht, Herr Minister, und das ist mir Jahr für Jahr ein Dorn im Auge. Zurück zum Antrag. Wir lehnen diesen Antrag ab. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Kollege May für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dass die hessische Landespolitik und damit auch die schwarz-grüne Koalition ein lebhaftes Interesse daran haben müssen, dass Gründerinnen und Gründer sich in Hessen wohlfühlen, ist, glaube ich, vollkommen klar und sollte nicht bestritten werden. Ich glaube auch, dass dann auch klar sein sollte, dass das dann auch im Bereich der Bildungspolitik klar sein muss, dass sich Bildungspolitik diesem Ziel verbunden fühlen muss. Offen bleibt, ob es tatsächlich das Problem gibt, dem sich die FDP-Fraktion heute annehmen möchte. Ich glaube, dass eine Umfrage, die sage ich mal, auf Bundesebene durchgeführt wurde und die vom Frageformat her schon etwas unpräzise ist, nicht ausreichend ist, hier so ein Klagelied anzustimmen, wie Sie das getan haben, oder die Situation in Hessen zu kritisieren. Ich glaube, da müssten Sie sich als Begründung schon etwas mehr einfallen lassen, liebe Kollegen von der FDP. Und auch das, was Sie an Daten dargestellt haben, dass das mit den Gründungen in Hessen so schlecht sei,
Auch dort möchte ich einmal auf die Fakten verweisen, auf den KfW-Gründungsmonitor 2016. Dort können Sie auf Seite 3 eine Tabelle mit dem Ranking der Bundesländer finden. Dort ist Hessen auf dem 3. Platz verzeichnet mit 23 Gründungen je 1.000 Erwerbsfähigen, deswegen in der Spitzenklasse Deutschlands. Von daher verstehe ich nicht, was Sie hier angebracht haben. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Wir sollten doch eher uns darüber freuen, dass wir so ein wirtschaftlich vitales Land haben. Und von daher sehe ich dort die Begründung für Ihren Antrag schon einmal äußerst zweifelhaft. Und es ist auch nicht klar geworden, wie Sie zu der Vermutung kommen, dass wirtschaftliche Fragestellungen im Unterricht zurückgedrängt werden sollten. Auch die Forderung, dass wirtschaftliche Fragestellungen oder eben das Thema Selbstständigkeit, Gründung in den Kerncurricula nicht vorkommen würde, da beweist ein Blick in die Kerncurricula das Gegenteil. Ich zitiere nur einmal aus dem Kerncurriculum für das Politik und Wirtschaft für den mittleren Abschluss. Da heißt es, Zitat, die Angebote der Wirtschaft werden aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Kritische Verbraucherinnen, zukünftige Teilnehmerinnen am Erwerbsleben mit den Möglichkeiten der Selbstständigkeit oder der abhängigen Beschäftigten. Also, das zeigt doch sehr deutlich, das, was Sie jetzt fordern, ist eigentlich kalter Kaffee. Ihre Initiative ist nicht nur schlecht begründet, sondern auch schlecht recherchiert. Und Sie sparen in Ihrem Antrag auch einen wichtigen Bestandteil aus. Der Kollege Degen und der Kollege Schwarz sind ja beide schon dankenswerterweise darauf eingegangen, dass natürlich, wenn man über Selbstständigkeit sprechen möchte, dann kann das nicht abstrakt erfolgen, sondern da müssen die Schülerinnen und Schüler das natürlich am lebenden Beispiel erfahren können. Und deswegen ist die Berufsorientierung ja auch so wichtig. Und da möchte ich nur einmal den Hinweis geben, dass erst kürzlich als Ergebnis des Bildungsgipfels, und zwar im Einvernehmen mit Wirtschaftsverbänden einerseits und den Gewerkschaften andererseits, das Thema Berufsorientierung ganz neu verankert wurde an den hessischen Schulen. Da haben wir sehr viel erreicht. Und auch daran sehen Sie, dass das Thema Selbstständigkeit und damit auch Unternehmensgründung im Kontext schulische Praxis längst angekommen ist. Und ich möchte auch energisch gegen das in Ziffer 1 bemühte Vorurteil sprechen, dass Lehrerinnen und Lehrer nicht den Austausch mit der Wirtschaft suchen würden. Nach meinen Erfahrungen ist genau das Gegenteil der Fall. Kollege Schwarz hat schon darauf hingewiesen, auf die Landesarbeitsgruppe Schule und Wirtschaft. Ich kenne das aus dem Zusammenhang in Waldeck-Frankenberg auch sehr deutlich, dass da die Lehrerinnen und Lehrer sehr engagiert mitarbeiten. Und ich finde, Sie tun sich auch keinen Gefallen, wenn Sie dieses Engagement der Lehrerinnen und Lehrer in diesem Bereich nicht wertschätzen. Nun habe ich auch viel Zeit darauf verwandt, zu sagen, dass Berufsorientierung, Einblick in das Wirtschaftsleben und damit auch Selbstständigkeit sicherlich einen wichtigen Bestandteil in der Schule haben muss. Aber mir ist es dann auch wichtig, in diesem Kontext zu sagen, dass man an dieser Stelle nicht die Tendenz haben sollte, bestimmte Sachverhalte wie eben Berufs- und Wirtschaftsvorbereitung dann einseitig zu überhöhen. Ich glaube, dass schulische Bildung viel umfassender sein muss. Und es ist nicht unsere Auffassung, dass Unterrichtsinhalte, so wie das jetzt im FDP-Antrag skizziert ist, maßgeblich an der ökonomischen Verwertbarkeit orientiert werden sollten. Und von daher scheint mir das mehr als fraglich, wenn Sie in diesem Kontext davon sprechen, die Schule müsse unternehmerische Kompetenz fördern. Da kann man sicherlich auch sinnvolle Dinge darunter subsumieren, z.B., dass Schülerinnen und Schüler ausreichend mathematische Kenntnisse erwerben, um dann beispielsweise wirtschaftswissenschaftliche Sachverhalte später besser aufnehmen zu können. Aber, und das liegt ja bei der FDP leider nahe, können da eben auch gesellschaftspolitisch einseitige Darstellungen darunter verstanden werden, wenn wir an das Spannungsfeld zwischen Arbeitnehmerrechten und unternehmerischer Freiheit denken. Und daran wird eben auch ganz klar, dass gesellschaftliche Fragestellungen eben nicht durch wirtschaftliche Fragestellungen ersetzt werden können. Und ich glaube, dass dort Schule eben einen umfassenden Auftrag hat, eben dann beide Sichtweisen zu verankern. Und von daher glaube ich, dass Schule viel mehr sein muss. Da müssen alle Inhalte und alle Felder des Lebens ihre Rolle spielen. Das fängt an
dass die Schule den Kindern auch die Möglichkeit geben muss, Verständnis für Naturwissenschaft und Technik zu haben, dass sie technische Möglichkeiten, auch Chancen und Risiken diskutieren können, aber auch, dass sie Erfahrungen in Kunst, Kultur und Musik bieten sollen. Und dann komme ich zum zweiten Thema Ihrer Initiative, die Frage des Werbeverbots an Schulen, die im Bereich des Schulgesetzes jetzt diskutiert wird. Da wittern Sie ja eine große Verschwörung dagegen, dass jetzt beispielsweise bestehende Kooperationen zwischen Betrieben und Schulen, insbesondere im Bereich der beruflichen Schulen sind die sehr sinnvoll, dass die behindert werden sollen. Und dann schauen wir doch einmal, über was wir eigentlich verhandeln. Und auch da gilt, ein Blick ins Gesetz spart viel Geschwätz. Und in diesem Fall ist das dann ist es die Begründung des Gesetzentwurfs der Fraktionen von CDU und GRÜNEN. Dort finden Sie unter Ziffer 2 Buchstabe D die Begründung, die da heißt, aufgrund der Neutralitätspflicht der Schule ist Werbung in Schule und Unterricht nicht zulässig. Bislang findet sich eine entsprechende Regelung lediglich im untergesetzlichen Normtext. Und weiter. Da es sich bei der Frage der schulischen Neutralitätspflicht und des Werbeverbots um eine grundsätzliche Frage handelt, ist es erforderlich, dies auf Ebene des Gesetzes zu regeln und damit klarzustellen. Sie sehen also, es handelt sich hierbei nicht um eine radikale Kehrtwende in der Frage der Werbung an Schulen, sondern um ein Klarstellen und Bestärken von dem, was bislang auch schon schulgesetzlich vorgesehen war. Wenn Sie jetzt an dieser Stelle so viel Kritik üben, muss sich der Eindruck aufdrängen, dass Sie dort eine Kehrtwende wollen, dass Sie dort der Werbung Tür und Tor öffnen wollen. Und da sagen wir deutlich Nein dazu. Das wird auch an einer anderen Stelle deutlich, und zwar bei diesem Buch der Vereinigung NFTE, wo wir letztes Jahr ja erlebt haben, dass nach sorgfältiger Prüfung durch das Kultusministerium klar wurde, dass an 50 Stellen Werbung enthalten war und deswegen Kultusminister Lorz vollkommen zu Recht dieses Buch aus dem Verkehr gezogen hat. Denn ein solches Werk ist mit der Neutralitätspflicht der Schulen unvereinbar. Und mir bleibt es auch verschlossen, warum es den Gründergeist von Schülerinnen und Schülern oder eben von den Lehrerinnen und Lehrern anregen soll, wenn wir so etwas gestatten sollen. Es sorgt doch vor allen Dingen, dass nur sehr große Unternehmen in den Genuss kommen, über Lehrwerke dann Werbung an Schulen zu machen. Das mag dann ganz gut für das jeweilige Unternehmen sein, aber dass damit Selbstständigkeit geschaffen wird, dass damit zur Selbstständigkeit angeregt wird, wenn dort auf große Firmen, seien das McDonald's, Coca-Cola oder die Deutsche Bank, hingewiesen wird, dass das funktionieren soll, das bleibt dann, glaube ich, das Geheimnis der FDP. Für uns ist klar, in einer staatlichen Schule muss es ein umfassendes Werbeverbot geben. Es ist in hohem Maße bedauerlich, dass die FDP sich jetzt aufmacht, diesen überparteilichen Konsens zu verlassen. Es ist gut hingegen, wenn wir als Koalition dort die rechtliche Klarheit schaffen und das Werbeverbot prominent im Schulgesetz verankern. Ich komme zum Schluss. Die Initiative der FDP-Fraktion erscheint uns daher überflüssig. Sie stützt sich auf fragwürdige Annahmen und blendet Fakten aus. Das Anliegen, die Werbung an Schulen zu erleichtern, geht vollständig am notwendigen Neutralitätsgebot vorbei. Für uns GRÜNE ist klar, auch in Zukunft werden wir sinnvolle Kooperationen zwischen Wirtschaft und Schule ermöglichen und begrüßen. Einer unbegrenzten Ökonomisierung der schulischen Bildung, wie sie die FDP vorhat, erteilen wir eine Absage. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sollten uns nicht so gebärden, als ob das Erkennen volkswirtschaftlicher Zusammenhänge nur den Gralshütern vorbehalten bliebe, die auf der einen Seite wissenschaftlich, auf der anderen Seite demagogisch ihre verhärteten Standpunkte vortragen. Nein, jeder Bürger unseres Staates muss um die wirtschaftlichen Zusammenhänge wissen und zu einem Urteil befähigt sein, denn es handelt sich hier um Fragen unserer politischen Ordnung, deren Stabilität zu sichern uns aufgegeben ist. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, diese Worte feiern gerade 60-jähriges Jubiläum. Sie stammen aus dem Buch Wohlstand für alle von Ludwig Erhard.
Und Sie dürfen davon ausgehen, dass diese Grundidee für mich in der bildungspolitischen Frage der Rolle ökonomischer Bildung bis heute von unverminderter Aktualität ist. Persönlich schon deshalb, weil die Grundgedanken des Vaters der sozialen Marktwirtschaft für jeden gestandenen Christdemokraten zum Kern seiner politischen DNA gehören, aber vor allem natürlich deswegen, weil grundlegende ökonomische Kenntnisse für die Lebenswirklichkeit und Zukunft unserer jungen Menschen im Berufsleben, aber auch als mündige Bürger unseres Gemeinwesens von großer Bedeutung sind. Und demzufolge genießt die ökonomische Bildung auch in Hessen, in den Schulen, eine hohe Wertschätzung. Das Fach Politik und Wirtschaft heißt ja nicht umsonst so, meine Damen und Herren. Es heißt so, weil wir davon ausgehen, dass Politik und Wirtschaft in einer so engen gegenseitigen Abhängigkeit voneinander stehen, dass man weder Politik ohne Ökonomie noch Ökonomie ohne Politik verstehen kann. Und das ist übrigens auch genau das, was das Zitat von Ludwig Erhard meint. Wirtschafts- und Finanzthemen werden außerdem an den Haupt- und Realschulen im Fach Arbeitslehre unterrichtet. Können aber natürlich auch in Fächern wie Geschichte, Erdkunde oder Mathematik behandelt werden. Und an einer zunehmenden Zahl von Gymnasien wird mittlerweile sogar das Fach Wirtschaftswissenschaften als solches in der Oberstufe unterrichtet. Und seit diesem Schuljahr ist das übrigens auch alternativ zu Politik und Wirtschaft möglich, was eine Aufwertung dieses Fachs bedeutet. Aber auch innerhalb von Politik und Wirtschaft hat sich mit der Einführung der Kerncurricula der Anteil der ökonomischen Themen bzw. der darin zu erwerbenden Kompetenzen in den letzten Jahren deutlich erhöht. Es gibt keine Jahrgangsstufe im gymnasialen Bildungsgang, in der nicht auch ökonomische Fragen im Fokus stünden. In der gymnasialen Oberstufe weisen sogar die meisten Kurshalbjahre in Politik und Wirtschaft wirtschaftliche, typischerweise natürlich volkswirtschaftliche Themenstellungen auf. Und ein Drittel der Schüler, die in Politik und Wirtschaft Abitur machen, haben in den letzten drei Jahren den Abiturvorschlag mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt gewählt. Meine Damen und Herren, diese Entwicklung spricht im positiven Sinne Bände. Und es denkt auch niemand daran, das etwa wieder zu reduzieren. Aber natürlich gilt auch für den Unterricht in diesem Themenfeld der Beutelsbacher Konsens mit dem Überwältigungsverbot, mit dem Kontroversitätsgebot. Was bedeutet, dass auch ein Thema wie beispielsweise Globalisierung natürlich in beide Richtungen objektiv und unideologisch dargelegt werden muss. Und meine Damen und Herren, Unterricht ist das eine. Aber um einen wirklich realistischen Eindruck von der Berufs- und Arbeitswelt und damit auch von den Charakteristika unternehmerischen Handelns zu bekommen, müssen Schülerinnen und Schüler natürlich auch Kontakt zu dieser Außenwelt haben. Und auch dafür sorgen wir, meine Damen und Herren. Die Öffnung von Schule dafür ist nach dem Hessischen Schulgesetz gewünscht und wird durch den Erlass zur Ausgestaltung der Berufs- und Studienorientierung vom Juni 2015 nachhaltig gestärkt. Nach diesem Erlass soll jede Schule mindestens eine Kooperation mit einem Unternehmen, einem Betrieb oder einer Hochschule eingehen. Und es gibt ganz, ganz viele, die tun viel mehr als das. Ich habe hier auch eine Liste gemacht von Beispielen, die ich Ihnen vortragen könnte. Der Abgeordnete Schwarz hat seine eigene Liste gemacht. Wir haben uns auch nicht abgesprochen. Ich will jetzt aus Zeitgründen darauf verzichten. Aber es gibt ganz, ganz viele Beispiele von Schulen, die mit sehr, sehr vielen Industrieunternehmen, aber auch mit Apotheken, mit Sparkassen, mit den Industrie- und Handelskammern und zusammenarbeiten. Und das ist auch gut so, meine Damen und Herren. Es gibt auch mehr Betriebspraktika als früher. Auch das ist ein Ergebnis des Erlasses zur Berufs- und Studienorientierung. Schülerfirmen stehen auch ausdrücklich im Erlass drin, gehören heute wie selbstverständlich zum modernen Erscheinungsbild vieler Schulen. Viele hessische Schulen sind in Arbeitskreisen Schule und Wirtschaft aktiv, arbeiten dort mit örtlichen Wirtschaftsunternehmen, Banken und Betrieben zusammen. Und dann gibt es noch zahlreiche Wettbewerbe, die unternehmerisches Denken fördern und in denen sich unsere Schulen stark engagieren. Also, meine Damen und Herren, was bringt die FDP eigentlich dazu, heute daraus einen Setzpunkt zu machen, dessen einziges Ziel ja darin besteht, die Landesregierung irgendwie zu kritisieren? Da gibt es die Bitkom-Umfrage. Auf die hat der Abgeordnete Greilich ja schon zu Beginn hingewiesen. Dazu sage ich gleich noch mehr. Aber das alleine wäre ja ein bisschen wenig. Das waren 500 Lehrerinnen und Lehrer. Aus einer Umfrage unter 500 Lehrerinnen und Lehrern jetzt auf den Geisteszustand von 800.000 Lehrerinnen und Lehrern bundesweit zurückzuschließen, ist zumindest ein etwas kühnes Unterfangen. Und weil das alleine ein bisschen wenig ist, wird jetzt seit Monaten dieser Popanz des Werbeverbots in Schulen aufgebaut. Meine Damen und Herren, das ist ein Popanz aus mehreren Gründen. Erstens, weil ich bisher noch keinen Widerspruch dazu gehört habe, dass kommerzielle Produktwerbung und Reklame nicht in die Schule gehören. Das würde auch dem Verfassungsgebot der Neutralität des staatlichen Schulwesens widersprechen. Also, ich weiß eigentlich gar nicht, worüber wir uns hier streiten. Und zweitens, weil sich durch die Novelle des Hessischen Schulgesetzes an dieser Stelle in der Sache gar nichts ändern wird. Nichts.
Es wird nur einmal an der richtigen Stelle klargestellt und eine Grundlage dafür geschaffen, was untergesetzlich sowieso schon längst galt. Und es ist völlig klar, dass die von mir genannten Kooperationen von Schulen mit Wirtschaftsunternehmen davon ebenso unberührt bleiben wie das übliche Sponsoring. Aber wie auch schon gesagt worden ist, wir sind gerne bereit, uns auch als Ergebnis der Anhörung in der Novelle dann noch auf eine klarere Formulierung zu einigen, damit auch wirklich klar ist, dass das und nichts anderes gemeint ist. Am Ende, meine Damen und Herren, kommt es freilich sowieso auf die Lehrerinnen und Lehrer an. Deswegen komme ich ja auch noch einmal auf diese Umfrage zurück. Aber auch hier investieren wir, meine Damen und Herren. Wir haben ein neues, umfassendes Fortbildungskonzept zur Berufs- und Studienorientierung erarbeitet. Wir sitzen auch an einer Neukonzeption für den Bereich der ökonomischen Bildung. Wir bauen unser hessenweites Multiplikatorennetzwerk für Lehrerinnen und Lehrer aus. Wir halten an dem Betriebspraktikum für angehende Lehrkräfte fest. Und wir stärken die Wirtschaftswissenschaften auch in dem Bereich der Lehramtsstudiengänge. So hat die Universität Frankfurt beispielsweise zuletzt eine neue Professur speziell für die Didaktik der Wirtschaftswissenschaften eingerichtet. Also, meine Damen und Herren, die Behauptung, die in diesem Antrag geäußert wird, das Kultusministerium sei wirtschaftskritisch und werde vor allen Dingen in den letzten Jahren immer wirtschaftskritischer, entbehrt einfach jeder Grundlage. Sie gehört, wie so vieles heutzutage, in die Welt der alternativen Fakten. Früher hätte man auch ganz einfach gesagt, in das Reich der Märchen oder der Fabel. Mit Bezug auf den, ich weiß nicht, ob Hänsel und Gretel das richtige Märchen ist, aber da müssten die Brüder Grimm noch mal ein bisschen näher analysieren. Auf jeden Fall bin ich mit Bezug auf den heutigen Tag versucht zu sagen, auch wenn man mir jetzt ausgerechnet die Freiheitsstatue heute schon abgeschnitten hat, das muss ein Faschingsscherz gewesen sein. Ich habe nur irgendwie den Witz nicht verstanden. Heller. Das Wort hat der Abg. Greilich für die FDP-Fraktion. In der Tat, ich bin etwas erstaunt, wie das hier jetzt sich darstellt. Ich glaube, ich habe 5 Minuten in der zweiten Runde. Das werde ich aber trotzdem nicht brauchen. Rechthaber ist aus der richtigen Ecke der Kommentar. Aber ich will auch eins sagen, Herr Minister, Sie haben so viel Richtiges hier gesagt, so vieles, wo ich ausdrücklich auch noch einmal auf den Konsens hinweisen will, dass ich gar nicht verstehe, warum Sie das, was Sie gesagt haben, zum Schluss mit Ihrem Hello ins Lächerliche ziehen. Dafür war das alles viel zu wichtig und viel zu richtig. Ich will genau an dieser Stelle festhalten, den Beutelsbacher Konsens haben Sie genannt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, eine ganz wesentliche Grundlage dessen, wie wir mit solchen Inhalten umzugehen haben. Ich glaube, das können wir hier unstreitig stellen. Das muss so sein. Natürlich kommt es immer darauf an, in einem reflektierenden Unterricht alle Aspekte zu beleuchten. Deswegen habe ich z.B. bei der Frage, wenn wir sagen, dass wir unter anderem auch die Frage unternehmerischer Verantwortung in den Unterricht integrieren wollen, gesagt, wir müssen natürlich die Chancen wie aber auch die Risiken beleuchten. Das gehört alles dazu. Das ist völlig unstreitig. Das ist zwingend. Das sollte die Botschaft sein, mit der wir auch hier rausgehen. Und ich sage noch etwas alles sehr deutlich dazu, weil ich es teilweise nicht verstanden habe, Herr Kollege Schwarz, was Sie gesagt haben. Genauso Herr May oder auch der Minister. Sie haben ja letztlich bestätigt, dass Sie eigentlich das alles für richtig halten, was wir fordern, dass nämlich die Unterrichtsinhalte sich in der Tat mit unternehmerischer Tätigkeit, mit Ähnlichem, mit all diesen Fragen beschäftigen. Dann sollte man doch hier keine künstliche Kontroverse aufbauen. Wir wollen in der Tat, dass die Praxis an den hessischen Schulen vielleicht ein Stück verbessert wird, aber dass sie jedenfalls nicht zurückgedreht wird. Und das ist der Punkt, wenn Sie keine Änderung mit diesem Schulgesetz wollen, dann müssen wir uns in der Tat, ich habe das sehr wohl gehört zum Schluss und nehme es gerne auf, dass wir uns noch darüber unterhalten müssen, wie man dort nachbessert an dieser Stelle im hessischen Schulgesetz. Denn eines, das ist der eigentliche Grund für meine Wortmeldung, eines können wir hier nicht stehen lassen. Es wird immer so getan, als ob sich gar nichts ändert durch das, was man jetzt vorgelegt hat an Gesetzentwurf. Dann müssten wir es auch nicht nachbessern, wenn das in der Tat so wäre.
Es ändert sich etwas, Herr Kollege Schwarz. Und was Gesetzgeschwätz von Herrn May, so war, glaube ich, Ihre Formulierung, angeht, in der Tat, es lohnt sich immer mal nachzuschauen, was denn wo im Gesetz steht. Bis jetzt steht im Gesetz dazu gar nichts. Bis jetzt steht dazu im Gesetz gar nichts, aber wir sind uns alle einig daraus, dass aus dem Gesamtbild der Aufgabe der Schule natürlich gehört, dass wir keinerlei Produktwerbung in den Schulen zulassen. Das hat kein Mensch jemals anders vorgetragen. Das wollen auch wir nicht. Das sollte nach wie vor uneingeschränkt gelten. Aber was wir bis jetzt haben, ist eine Ausgestaltung dieser Botschaft, die ungeschrieben im Schulgesetz steht, in der Dienstordnung für die Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter des Landes Hessen. Und dort heißt es, zunächst einmal mit der Formulierung sogar, wie ich finde, zu positiv formuliert. Dort heißt es in § 10 Absatz 2, geschäftliche Werbung ist in der Schule zulässig. Dazwischen stehen die Worte nur mit folgender Maßgabe. Also ist zulässig, das steht in der Landesdienstordnung, Herr Kollege Schwarz, und nichts anderes. Und dann kommen die Einschränkungen, wie das zu definieren ist. Und das ist völlig richtig. Und es kommt dann der Schlusssatz in dieser Vorschrift, der sehr wichtig ist. Unzulässig ist eine über die Nennung der zuwendenden Person oder Einrichtung der Art und des Umfangs der Zuwendung hinausgehende Produktwerbung. Produktwerbung. Das ist genau der Punkt, um den es geht. Das wollen wir beibehalten. Und was Sie hier vorgelegt haben, ist eben etwas anderes. Das ist Ihr Antrag zur Novelle des Schulgesetzes. Und hier steht kurz und knackig mit insgesamt 6 Worten drin, als neuer Absatz 15 in § 3. Werbung ist in der Schule unzulässig. Punkt. Schluss, aus und vorbei. Ohne jede Einschränkung, ohne jede Öffnung. Das heißt, und das wurde in der Anhörung, Sie waren doch da, Herr Kollege Schwarz, Herr Kollege May, es wurde in der Anhörung sehr deutlich, wurde unter anderem vom Handwerk kritisiert. Damit ist selbst Werbung, denn Werbung ist Werbung, für die duale Ausbildung in der Schule unzulässig. Das kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen sage ich, lassen Sie uns in der Tat daran arbeiten, eine Lösung zu finden, die genau klarstellt, was gewollt ist. Und dann können wir uns darin versammeln. Da müssen Sie keine unnötigen Kontroversen aufbauen, sondern bleiben Sie einfach einmal dabei, dass wir an der Sache diskutieren. Und dann kommen wir auch zum Ergebnis. Keine Wortmeldung, Frau Schwarz. Die Arme hoch. Herr Kollege Schwarz, CDU-Fraktion. Das ist eine Frage der Disziplin. Herr Kollege Greilich, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, die versöhnlichen Worte zum Schluss die waren ja ganz nett. In der Sache haben Sie trotzdessen nicht herausarbeiten können, wo Sie jetzt konkret die Gefahr für eine Veränderung für Dinge sehen, die nicht mehr zukünftig an hessischen Schulen möglich sind. Das ist der eine Punkt, den ich hier noch einmal unterlegen möchte. Den zweiten Punkt, den ich hier noch einmal unterstreichen möchte, dass wir ausdrücklich im Gespräch während der Anhörung deutlich gemacht haben, dass wir in einer Gesetzbegründung diese Ausgestaltungsmöglichkeiten gerne darlegen. Das ist nichts Neues. Ich sage es jetzt hier an dieser Stelle heute zum zweiten Mal. Gegenüber einem Feuchthofen, gegenüber der IHK Darmstadt und so weiter und so fort, der Handwerkerschaften dieses Landes, haben wir es ebenfalls deutlich gemacht. Deswegen, unterm Strich möchte ich sagen, dieses Thema wird uns noch beschäftigen. Allerdings in der Sache, Herr Kollege Greilich, haben Sie leider vorbeigeschossen. Wir machen hier nichts, was unvernünftig ist, sondern wir heben einen bestehenden Sachverhalt auf Gesetzesebene, nicht mehr und nicht weniger. Punkt. Jetzt liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Die beiden Anträge werden federführend in den KPA überwiesen und begleitend in den WVA. Dem widerspricht keiner. Dann ist das so beschlossen.